damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu The Rayman Story of Seasons. So. Ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt im letzten Part... Okay, ich kann aber ganz viel tragen. Ich habe im letzten Part denen was gegeben. Ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auch können die nicht mehr arbeiten gehen? Halt, warte mal. Donnerstag? Jetzt sag nicht, dass sie Donnerstag zu haben. Nein, die sind nicht da. Das ist schön, keiner zu Hause und ich darf einfach drin rumrennen. Egal, wir reden mit Gidal. Dann hat sich das. Ivo anfreunden, Oma Bosco anfreunden, Oliver, lalala, lalala, Pilaf. Geht zum Angelladen. Tipp ist erledigt. Sally und Mary. Die hatten wir jetzt gerade erst. Das heißt, da kann ich also auch noch ein bisschen warten. Das ist jetzt natürlich blöd. Dass die jetzt heute zu haben. Da muss ich mir was einfallen lassen. So. Mit Stereo angefreundet, wunderbar. So, die öffnen jetzt. Ich wollte eigentlich gucken, was man da kaufen kann. Meistens haben die auch so Ausdauertränke, ne? Na, Trank. Stellt ein wenig Ausdauer wieder her. Stellt eine Menge Ausdauer her. Rudis ganz spezielles Ausdaueraufbaupräparat. Jahrelange Bemühungen tragen Früchte. Erhöht die maximale Ausdauer ein wenig. Komm, kaufen wir das. Stellt eine Menge Ausdauer wieder her. Ich darf nur einkaufen? Ach, nö. Na toll. Kannst jederzeit wiederkommen. Und was ist jetzt? Was passiert jetzt? Du hast dir etwas Besonderes gekauft, wie ich sehe. Das ist ein spezielles Elixier, das ich selbst hergestellt habe. Stereo hat mir ihre Herstellung gezeigt und ich habe es nachgemacht. Daran hat er besonders hart gearbeitet. Lass uns wissen, wie du dich fühlst, nachdem du es getrunken hast. Aber sicher doch. Dieses versucht Kaninchen zu sein. Fühlt sich irgendetwas komisch an? Ist dir schwindelig? Unwohl? Nein, ich fühle mich sogar besser als je zuvor. Das ist nicht ein Erfolg, Rodi. Wie erleichternd. Jetzt sind wir uns zu 100% sicher. Danke, ich habe Daten gesammelt, um Rodi zu helfen, es zu verbessern. Wenn ich damit fertig bin, kann ich unsere Auswahl noch verbessern. Okay. Die Klinik bietet spezielle Tränke an, die deine maximale Ausdauer erhöhen. Wenn du sie trinkst, die Tränke werden von Rodi und Stereo hergestellt. Du kannst sie bei Stereo in der Klinik kaufen. Immer und immer wieder, oder? Erstmal in der Klinik eingekauft, okay. Nickerchen. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herzen. Wäre ein bisschen spät, aber 15 oder denke ich mal ist in Ordnung. So, dann jetzt hier rein. Was zu essen kaufen? Ach nein, die sind am Essen. Ja, klar hatte ich die schon. Nein, nicht mit dir. Da ist noch Ivo. Ivo!
Okay, nächster Event. So kann man es auch machen. Ach, ja. Garrett, Poppy, kann ich mit euch reden? Natürlich, worum geht es? Ich weiß, es kommt überraschend, aber ich brauche den Schlafplatz hier nicht mehr. Na, verlässt du die Stadt etwa wieder? Was? Reist du ab, Ivo? Ach, nein. Nicht ganz, Nobita. Etwas peinlich, aber ich habe zu viel Geld für Bücher ausgegeben und habe keins mehr. Kann ich erwarten, dass man mir eine Unterkunft stellt, für die ich nicht bezahlen kann? Darum. Aber wo willst du jetzt hin? Nobita hat recht. Wo willst du schlafen? Was ist mit Essen? Ich wollte draußen zelten. Zelten? Wie seltsam ist der denn? Klar, er mag die Natur, aber... Das will ich nicht von dir hören. Es wird ziemlich kalt nachts. Du wirst dich erkälten. Mir gefällt diese Idee auch nicht. Ja, du hast beim Schlafen wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben. Oh, das ist kein Problem für mich. Ich bin daran gewöhnt, auf meiner Reise draußen zu zelten. Ich habe sogar ein eigenes Zelt. Es gibt wirklich keinen Anlass zur Sorge. Wenn der Pflanzenfan sagt, alles ist gut, dann ist es so. Lass ihn doch gehen. Ich mache mir trotzdem Sorgen, wenn etwas passiert und niemand in der Nähe ist. Das mag sein. Nun möchte ich hier nicht umsonst wohnen bleiben. Also verabschiede ich mich. Ich habe das Zimmer aufgeräumt. Danke für die Gastfreundschaft. Warte, ich weiß was. Du kannst gerne bei uns wohnen. Bitte was? Bei euch? Ja, wir haben mehr als genug Platz und ein extra Bett, das du nutzen könntest. Außerdem ist die Farm nah am Wald, sodass du jederzeit Pflanzen studieren kannst. Bist du sicher, dass die anderen nichts dagegen haben? Ich will mich nicht aufdrängen. Ja, wir müssen erstmal Loomis fragen. Er ist sicher einverstanden. Außerdem, je mehr Leute, desto lustiger. Loomis ist viel zu nett. Nicht nur das, er will, dass wir die Farm übernehmen und den Traum seines Vaters erfüllen. Und Ivo könnte uns doch dabei helfen. Ja, tja, ist sicher, aber Ivo hat einen Übernachtungsplatz und wir helfen Loomis. Gut für alle. Was meinst du, Ivo? Kommst du mit auf die Farm? Der Junge hat recht. Ich würde sagen, du nimmst dein Angebot an. Wir müssten uns dann weniger um dich sorgen. Auf einer Farm leben, das Schicksal nimmt schon seltsame Wege. Nun, ich nehme dein Angebot dankend an. Wirklich? Yippie! Na gut. Er kann mitkommen. Von einem Hahn aufgeweckt zu werden, ist sicher spannend. Ich bleibe vielleicht nicht allzu lange, aber ich freue mich auf euer Haus. Freut uns. Los geht's, komm mit. Das ist praktisch, da muss ich den ganzen Weg nicht zurücklaufen und habe Zeit gespart. Weil ich ja jetzt in die Mine wollte. Zwar wollte ich eigentlich was essen, aber dadurch, dass sie halt alle am Essen waren, geht das halt schlecht. Ja. Da wären wir. Willkommen auf der Farm. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Größe. Die Farm gibt es schon lange. Früher ging es hier richtig geschäftig zu. Ja, ich sehe Spuren von Menschen, die einst auf diesen Feldern gearbeitet haben. Mir gefällt es jedoch, ist die ruhige Stimmung. Mir gefällt jedoch die ruhige Stimmung der Farm, so wie sie jetzt ist. Schön, dass es dir hier gefällt. Ich zeig dir das Innere des Hauses. Sieht aus, als wären alle zu Hause. Willkommen zurück, Nobita. Ich bin zu Hause. Wer ist das? Du bist bestimmt Ivo. Der, der in meinem Gasthaus abgestiegen ist, richtig? Kommt er zu Besuch, Nobita? Ivo braucht einen Platz zum Schlafen, also wird er einige Zeit hier wohnen. Schön, euch alle kennenzulernen. Wirklich? Meint ihr nicht auch, dass es langsam zu eng für alle wird? Jan, sei höflich. Ich bin Loomis. Willkommen in unserem bescheidenen Zuhause. Freut mich. Stimmt etwas nicht? Ihr habt einen recht großen Haushalt. Größer als die anderen Haushalte hier. Da wäre ich, Nobita, da wären ich, Nobita, Gian, Shizuka, Rayman, Loomis. Es ist spaßig. Wir essen zusammen, spielen zusammen und machen alles zusammen. Verstehe. Warte, wo gehst du hin? Das kommt hier hin und das ist dahin und. Voila. Ivo, warum stellst du ein Zelt hier auf? Tut mir leid, Nobita. Ich dachte nicht, dass ihr so viele Leute sein würdet. Ich mag es, allein zu sein. Ich fürchte, ich fühle mich nicht wohl mit so viel Gesellschaft. Außenzelten ist wohl die beste Option für mich. Aber wir haben doch ein schönes Haus. Tut mir leid, aber nach so langer Zeit im Gästezimmer des Restaurants möchte ich lieber draußen sein. Und es wäre doch schade, die natürliche Schönheit dieser tollen Farm nicht zu genießen.
Okay, wenn du meinst. Danke, Nobita. Ich dachte, Ivo wäre wirklich erwachsen, aber er ist echt seltsam. Nun, wir machen immer Frühstück. Du kannst morgens gerne vorbeikommen. Okay. Aber ihr seht, ein paar Sachen habe ich schon gefunden. Insofern alles gut. Ich habe Tränke, ich habe das. Und das kann ich noch ganz kurz wegpacken. Da habe ich noch Platz im Inventar. Jetzt behalte ich mal lieber noch. Zwei Sachen werden den Kohl jetzt auch nicht fett machen. Fällt mir ein, wartet mal, ich könnte ja... Hier bin ich ein bisschen schneller bei dem Mühlen. Du Raymond meckert wahrscheinlich, weil ich so schnell bin. Spitze. Oh nein. Gut, jetzt heißt es hier erstmal alles aufmachen. Und hoffen, dass ich so schnell wie möglich den Weg runterfinde. So eine Goldgießkanne wäre schon nicht schlecht. Und viel Gold habe ich ja noch leider nicht gefunden. Sie muss halt auch aufpassen, nicht, dass du Raymond Nervbolzen. Metallreste, Kupfer. Nee, ich muss nicht aufpassen. Du Raymond sollte mal den Ausgang finden. Der folgt mir die ganze Zeit. Wow. Ich habe fast ganze Feld umgegraben, ne? Die blauen machen. Oder die blauen. Ah, das ist schon der Ausgang nach unten. Okay. Klar, ich könnte mir Gold jetzt auch kaufen, nachdem ich glaube ich das mit Gold hergestellt hatte, oder? Nee, halt, ich habe noch nichts mit Gold hergestellt, oder? Oh, perfekt. Das ist schon nicht schlecht. Schön. So kommen wir gut runter. Oh, das wird jetzt hier ein bisschen schwerer. Das wird schwerer, definitiv. Außer du, Raymond, hat Glück. Ziemlich müde. Dann gucken wir doch jetzt mal, was uns dieser Trank bringt. Ennertrank, Igorade, Ennertrank. Und der da? Oh, volle Energie. Na, das ist doch schön. Das nehme ich doch gerne. Nur noch Glück haben. Und den Gang nach unten finden. Komm, Silber ist schon mal nicht schlecht, ne? Aber ich hätte gerne Gold. Ich glaube, ich
sollte einzeln schlagen. Das macht mehr Sinn, falls Rayman nämlich dann auch nur einmal draufgeschlagen hat. Dann muss ich nämlich auch nur einmal schlagen. Verballer nicht meine Ausdauer. Oh, ich finde den Ausgang nicht. Das gibt's nicht. Ich find's nicht. Wird es der letzte sein, den ich finde? Ich hab irgendwie das Gefühl, ja. Ja, es ist der letzte, den ich finde. Abbau nicht möglich? Warum? Oh nein. Das ist jetzt ärgerlich. Komme ich jetzt nicht weiter runter? Ach doch. Ich weiß nicht, finde ich hier schon Kupfer? Habe ich hier schon Gold gefunden? Nee. Also gehen wir noch eine Etage tiefer. Okay, hier muss ich immer mit Full Speed draufballern. Und mir merken, was da der Rayman ausgeholt hat. Oder beziehungsweise wo er schon mal draufgeschlagen hat. Na, Fossil. Ah, ich brauche kein Silber. Ich bin müde. Dann, dann essen wir ein bisschen was. Warte, Rayman, du könntest weiterschlagen. Wofür ist eigentlich nützlich? Hätte jetzt echt gewartet, bis ich aufgegessen habe, ne? Das ist schon mal viel wert. Muss nur einmal was mit Gold herstellen. Ich glaube, dann kann ich die kaufen. Das war ein bisschen... Oh, ein Smaragd. Oh, ich könnte sogar noch eine Etage tiefer. Ich glaube, das macht sogar Sinn. Nein. Und da. Hier komme ich jetzt an meine Grenze, glaube ich. War Golderz. Muss schon wieder aufpassen, wo er geschlagen hat. Golderz? Schön. Nochmal Golderz? Immer her damit. Im Gold liegt es zurzeit nicht. Okay, jetzt wird's kritisch. Jetzt wäre ich müde. Noch ein Golderz. Wunderbar. Noch eins. Silber. Noch einmal Gold. Bernstein. Oh Mann. Komm, ich riskier's. Jetzt bin ich am Ende meiner Kräfte, jetzt sollte ich aufhören. Ich warte nochmal, dass der Rayman das letzte Mal schlägt. Ah, Silbererz. Ist auch in Ordnung. Aber Leute, wir haben richtig schön viel eingesammelt. Und das begrüße ich.
Was ich wohl heute ausgrabe? Ich kann es kaum abwarten. Die Arbeit ist aber echt anstrengend. Ich wünschte, ich hätte etwas, womit es schneller ginge. Oh, ist das... Es ist Ghidorah, ja. Sieht aus, als liefern wir uns wieder über den Weg. Ich will mich aber nicht wieder streiten. Was mache ich nur? Doraemon ist auch nicht hier. Guck mal, was die Katze angeschleppt hat. Hi, Nobita. Hä? Oh, hi, Gern. Was stehst du hier rum? Hast du nichts im Bergwerk zu erledigen? Ja, eigentlich schon, aber das ist alles, was passiert. Da fällt es mir schwer, in die Mine zu gehen. Mensch, das ist nicht fair. Wie war das? Ich sagte, das ist nicht fair. Das ist keine Art, einen zu behandeln, der nur helfen wollte. Keine Sorge, Nobita. Jan hält dir den Rücken frei. Es wird ihm leid tun. Warte, Jan. Ich will mich nicht an ihm rächen. Jan! Hey, bist du Ghidorah? Na, wer will denn das wissen? Mein Name ist Jan. Ich habe gehört, du hast meinen Kumpel Nobita geschlagen, obwohl er bloß nett sein wollte. Jemand müsste dir Manieren beibringen. Jan, warte, ich habe nie gesagt, dass er mich geschlagen hat. Oh, du hast dich beim ausgeheult, Dachte, du wärst nicht so ein Weichei. So wollte ich das nicht. Immerhin siehst du aus, als wärst du ein besserer Kampfgegner. Aber ich habe gerade hier jeden Tag... Aber ich grabe hier jeden Tag und meine Muckis können es bestätigen. Es wird dir noch leid tun, dich mit mir angelegt zu haben. Oh, echt jetzt? Ganz schön eingebildet für so einen Knirps. Lass mal sehen. Und du bist einfach nur ein großer Blödmann mit größerer Klappe. Oh, dafür wirst du bezahlen. Los geht's, Großer. Zeig mir, was du drauf hast. Hoppla, hört auf, ihr zwei. Das reicht. Nicht schlecht für einen Knirps. Kein Gegner für mich, aber immerhin. Immer noch kein Gegner für mich, aber gar nicht so übel. Alles klar? Kannst du aufstehen? Ja. Bist du verletzt? Alles gut, keine Sorge. Hey, Großer. Willst du eine Wiederholung, Knirps? Du bist zäh. Ich habe alles gegeben, aber ich konnte dich nicht besiegen. Jan ist halt der amtierende Champion unter uns Freunden. Wusste ich, du siehst sehr stark aus. Sag mal, Jan heißt du, ne? Hä? Verrat mir das Geheimnis deiner Kraft. Ich will von dir lernen. Ich will dein Lehrling sein. Dein Lehrling? Mein Lehrling? Ich will stark sein, so stark wie du. Bitte bring es mir bei. Was wirst du tun, Jan? Oh, ich werde einen Lehrling haben. Jan? Aha, ich mag den Jungen. Ab heute bist du mein Schüler Nummer 1. Was? Hurra! Also dann, deine erste Aufgabe lautet... Ghidorah, als mein Lehrling musst du nett zu allen meinen Freunden sein. Ihr beide müsst euch einfach nur wieder vertragen. Jawohl, Meister. Nobita tut mir leid fürs Schubsen. Hat sicher wehgetan. Mir tut es auch leid. Ich hätte nicht so ausrasten sollen. Jetzt sind wir quitt. Yep. Super, da das erledigt ist, kannst du nun mit zu uns kommen, Ghidorah. Ich werde dich meinen Freunden vorstellen, als mein Lehrling natürlich. Los geht's. Oh, das ist Ghidorahs Haus. Lebst hier? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag dich doch, Jan. Meinst du nicht auch, dass Ghidorah lieber in die Schmiede ziehen sollte? Ja, das wäre viel besser. In einem Haus wohnen wäre schon toll, aber ich will nicht bei Gokmi und Gidal leben. Ich bin zwar dein Lehrling, aber ich gebe nicht nach, egal was du sagst. Aber es muss doch etwas Besseres geben, wo du wohnen kannst. Als ein Meister kann ich dich hier nicht wohnen lassen. Du könntest doch bei uns wohnen. Bei euch? Jan kümmert sich um dich, nicht wahr? Das ist eine gute Idee. Außerdem würde Loomis dich dazu haben. Was hat Loomis damit zu tun? Weißt du nicht mehr? Er wollte, dass wir die Farm übernehmen und den Traum seines Vaters erfüllen. Wenn Ghidorah einzieht, sind wir näher am Ziel. Je mehr, desto lustiger, oder? Du hast doch nicht unser Versprechen an Loomis vergessen, oder? Ich? Ach was, niemals, Nobita. Dann wäre das ja geklärt. Du bist mehr als willkommen bei uns, Ghidorah. Aber, wirklich, wir würden uns freuen. Natürlich nur, wenn du da auch willst. Tja, wenn ihr darauf besteht, kann ich nicht Nein sagen. Okay, ich ziehe bei euch ein. Super.
Alles klar, du bist also offiziell eingeladen. Nicht nur als mein Lehrling, sondern als Freund. Los geht's, Leute. Ja, okay. Gut, die positive Nachricht ist, ich muss wieder nicht so weit laufen. Und das nächste Positive ist halt, wir haben einen neuen Mitbewohner und damit eine neue Aufgabe abgeschlossen. So, gucken wir mal, wie viel Gold haben wir denn? Oh, schon 10 Gold, das sollte ganz schön reichen. Oh, da kam einiges zusammen. Dann wollen wir mal die Fossilien loswerden. Ja. Ui. Und die Steine kommen wieder da rein. Und hier kann ich doch sortieren, ne? Genau. Wunderbar. Sieht ja eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Gut, Leute, dann würde ich sagen, tja, hat mit dem Sehen vielleicht nicht geklappt, aber vielleicht im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.